Hallo, ich bin Vivi und ich befinde mich gerade in dem Zimmer des Kreuzfahrtschiffes, welches für 4 Monate mein Zuhause ist. Ich befinde mich nämlich auf Weltreise mit der AIDA Soul für 117 Tage und es gibt super viel zu erleben. Deswegen würde ich euch gerne mitnehmen, nicht nur bei Instagram mit Bildern, sondern auch hier bei YouTube mit Filmen und Videos über die einzelnen Stationen der Reiseroute. Und ich habe auch schon gesehen, dass viele Mitreisende von mir auch ihren YouTube-Kanal gestartet haben. Deswegen verlinke ich euch deren Kanäle einmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr bei denen auch einmal vorbeischauen. Ich glaube, das ist super spannend, wenn man so verschiedene Einblicke bekommt, wie andere reisen. Manche reisen auch mit Kindern, manche alleine. Und ich glaube, das ist dann schon ziemlich spannend, da mal reinzuschauen. Ein kleiner Disclaimer, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten. Ich mache zwar seit 3 Jahren Instagram, aber so stand ich eigentlich noch nie vor der Kamera. Deswegen seid ein bisschen nachsichtig, wenn nicht alles 100% auf Anhieb klappt. Ich bin aber natürlich für Tipps und Tricks super dankbar. Schreibt mir das gerne bei Instagram als Direct Message. Und ich würde sagen, dann starten wir schon mal mit dem ersten Tag auf dem Kreuzfahrtschiff, was ich so erlebt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier ging es auch schon los. Wir sind aus Steinwerder abgefahren. Und hier sieht man unsere AIDA, mit der wir fahren, die AIDA Soul. Und natürlich zeige ich euch auch einmal das Zimmer, was wir haben. Und zwar haben wir eine kleine Innenkabine. Hier war die noch nicht ganz fertig bezogen, aber ich dachte, ich filme trotzdem einmal, bevor die ganzen Koffer drin stehen. Wie ihr sehen könnt, ist das wirklich super klein. Aber ich denke, damit werde ich trotzdem zurechtkommen, weil man an Bord ja auch verschiedene Möglichkeiten hat, die Zeit zu verbringen. Hier seht ihr die wunderschöne Anytime Bar und als ich das erste Mal reingekommen bin, war ich echt erstaunt, wie schön das aussieht. Und hier werde ich wahrscheinlich den ein oder anderen alkoholfreien Cocktail trinken. Direkt etwas essen gegangen. Gut, der Teller verdient jetzt keinen Schönheitspreis, aber dafür diese schön geschnitzten Melonen, die waren richtig toll. Hier seht ihr mein aktuelles Lieblingsbild. Ich habe das sofort entdeckt. Ich fand das so toll, das Zebra mit der Welt. Yeah.
runter vom Bord gegangen, um meinen Hund zu verabschieden. Und dann hieß es auch schon, es geht los. Hier sind wir gerade an der Elbphilharmonie vorbeigefahren, durch die Lichttore, die quasi das Tor von Hamburg symbolisieren. Das wären die ersten Eindrücke auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und ab morgen und übermorgen stehen auf jeden Fall erstmal Seetage an, bevor wir in A Coruña dann letztendlich anlegen. Und da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Aber ich beende erstmal das Video und wünsche euch einen schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das Video anschaut. Tschüss!